So, herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema Binärsystem für IT-Menschen. Das ist ganz praktisch für Informatik. Was ist denn das ursprüngliche Problem? Warum müssen wir uns damit beschäftigen? Also Problem ist, Computer kann halt nur an und aus. Strom kann nur an und aus sein und das ist die Situation für den Computer. Aber was kann man machen? Wir können mehrere An- und Aus hintereinander setzen. Ja, also wie jetzt zum Beispiel hier. Mehrere zusammen. Dann haben wir hier mehrere, nehmen wir mal Lampen, die kann man ja auch an- und ausmachen. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, ha, hier sind drei Lampen an oder da sind drei Lampen an. Ja, und entsprechend, je nachdem, wie man die zusammenfasst, kann man halt eben mehrere Lampen an- und ausmachen. So wie im Computer kann man sich das auch vorstellen. Der hat halt mehrere Lampen, die sind an oder aus oder halt eben Elektronen oder Punkte, die sind an oder ausgeschaltet. So, jetzt setzen wir über jede Lampe und über jeden Teil eine Zahl oben drüber. Und jetzt können wir anfangen, mit dem Computer zu zählen. Zum Beispiel schalten wir doch mal die Lampe und es geht nach links natürlich noch weiter. Du siehst nämlich auch hier schon, wie das Ganze funktionieren soll. Ja, also wir fangen mal rechts an. Von rechts nach links, es verdoppelt sich von 1 auf 2. Dann von 2 auf 4 verdoppelt sich, von 4 auf 8 verdoppelt sich das Ganze, 8 auf 16. 16 mal 2 ist 32 und so weiter. Es verdoppelt sich immer weiter. Jetzt kannst du mal raten, was die nächste Zahl nach 128 ist. Genau, 256. Und 2 mal 256 ist 512. Und so weiter und so fort. Genau richtig. So, und jetzt kann man ja anfangen, wie wir es gerade eben schon gesehen haben, und mehrere Lampen oder auch nur einzelne Lampen an- und ausmachen. Und so kann man dann mit dem Computer zählen. Zum Beispiel schalten wir mal an, hier die 1 und die Lampe Nummer 3. So, das heißt, ich ziehe mir die 2 runter und die 1 ziehe ich mir runter. Die sind ja beide angeschaltet, setze ein Plus dazwischen und zack, ist gleich, genau, 3. Also so kann ich, obwohl ich nur an- und ausschalten kann, mit dem Computer jetzt hier auf 3 zählen, obwohl es ja nur 0 oder 1 gibt. Okay, machen wir noch ein Beispiel. Schalten wir mal die 2 an und wir schalten die 8 an. Dann ziehe ich das wieder runter. 8 plus die 2 ist gleich, im Kopf gerechnet, 10. Easy. Gut, machen wir mal weiter. Nächstes Beispiel. Ich schalte an die 8, dann schalte ich an die 16 und die 32. Gut, also 32 plus 16 plus die 8. So, jetzt muss ich ein bisschen im Kopf rechnen. 32 und 8 kann man gut rechnen, sind 40 plus nochmal 16 sind 56. Sehr gut. So, jetzt sind wir jetzt schon ganz gut weit gekommen. Jetzt könnte man aber auch mit diesen An- und Ausgeschichten zählen. Also, erst kommt die 0, das sehen wir jetzt hier, alles ist ausgeschaltet. Dann kommt die 1. Ich schalte die 1 an, ziehe die runter, zack, 1. Als nächstes kommt die 2. Dafür schalte ich die 2 an und 2 ist 2. So, jetzt fängt es an, verrückt zu werden. Jetzt geht es mal weiter. Und zwar die 3. Dafür brauche ich, fange links an, 128 zu groß, 64 zu groß, 32 zu groß und so weiter und so weiter. 4 ist auch noch zu groß und die 2, die passt aber rein. Das heißt, ich schalte die mal an und die 1 passt auch noch rein. 2 plus 1 ist 3. Perfekt. So, nach der 3 kommt die 4. Dafür gibt es schon eine Lampe, schalte ich die einfach an. Zack, habe ich meine 4. Perfekt. Spielen wir doch ein kleines Spielchen noch. Was muss an sein für? Was muss an sein für 42? Schau mal, was muss ich anschalten für die 42? Da gehe ich wie folgt dran. Auch hier gucke ich jetzt von links, da sind ja unendlich viele Zahlen, aber jetzt das, was ich hier sehe, ist 128, 64. Das ist noch zu groß, ist ja größer als die Zahl 42. Also die 32, die ist kleiner, das heißt, die passt rein, nehme ich die, schalte ich mal an. Dann gucke ich weiter. 32 plus 16, weiß ich, ist 48, ist also zu groß, also nehme ich mal die nächstgrößere Lampe und schalte die 8 an. So, jetzt habe ich schon 32 plus 8 sind 40 und jetzt sehe ich noch schon relativ einfach, was ich noch anschalten muss, und zwar die 2 und dann habe ich 42. 32 plus 8 plus 2 sind 42.
Wunderbar. So, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter in Richtung des Binärcodes des eigentlichen. Das mit dem An- und Ausschalten der verschiedenen Zahlen und Ziffern, das hast du jetzt inzwischen, glaube ich, ganz gut verstanden. Jetzt setzen wir da unten drunter mal lauter Nullen, weil es ist ja ausgeschaltet. Ja? Und die schiebe ich jetzt mal ganz frech hier auf die Lampen oben drauf. Also 0 heißt ausgeschaltet und der Computer kennt ja dann noch Einsen, das heißt, dann sind sie angeschaltet. Fangen wir mal wieder mit unserem Spielchen an. Was muss eingeschaltet sein für die 30? Ich gucke also von links, 128 ist zu groß, 64 ist zu groß, 32 ist zu groß, aber die 16, die passt, ist angeschaltet. So, 16 plus die 8 wären immerhin schon mal 24, sehr schön. Also schalte ich mal noch die 4 an, dann haben wir schon 28 und jetzt fehlen mir noch 2, schalte ich die auch noch an, dann haben wir 30. Perfekt. Nochmal eine Runde und zwar bis zu 47. Ich komme wieder von links, 128 zu groß, 64 zu groß, also schalte ich mal die 32 an. So, dann muss ich überlegen, wenn ich jetzt noch die 16 einschalte, dann bin ich bei 48. Ist also zu viel. Das heißt, 16 funktioniert nicht, ich schalte die 8 an, dann bin ich bei 40, bin ich auf jeden Fall kleiner. Dann nochmal 4 dazu, bin ich bei 44, noch die 2 und die 1 dazu, bin ich bei 47. So wunderbar schnell kann es gehen. So, jetzt siehst du was Verrücktes. Ich habe die Lampen weggemacht. Es sind jetzt nur noch Nullen und Einsen da. Schauen wir mal, welche Zahl wird hier dargestellt. Die 16, oder angeschaltet, ja, was ist angeschaltet? Die 16 ist an, die 4 ist an und die 2 ist an. 16 und 4 sind 20, plus 2 sind 22. Genau, sehr schön. So, jetzt mache ich auch noch die bunten Farben weg. Schauen wir mal, die 32 ist angeschaltet, die 2 und die 1, also 32 plus 2 ist 34, plus 1 sind 35. Soweit, so einfach. So, noch eins. Schön, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Da lasse ich dir jetzt mal 5 Sekunden zum selber rechnen. Kannst auch gerne Pause drücken, drück die mal jetzt. Okay, gucken wir mal. 170, wenn du das rausbekommen hast, dann bist du gut. So, und jetzt kann man das noch ein bisschen anders darstellen. Guck mal hier. Da haben wir jetzt einfach links einen Binärcode und rechts wollen wir die Dezimalzahl wissen. Also gucken wir doch mal. Die 1 ist an, die 2 ist an, die 4 ist an, die 8 ist an. Das sind 15. Dann die 4 und die 1 ist an. Easy, 4 plus 1 ist 5. Dann hier die erste Stelle und dann kommen 7 Nullen, ist 128, jawohl. Dann hier ist die 4 und die 16 an, sind 20. Und dann, was kommt denn da raus? Ja, jetzt brauchen wir die nächste Zahl. 128 mal 2 sind 256. Sehr gut. So, jetzt hast du mal die Grundlage für die Binärzahlen als ITler kennengelernt. Ich hoffe, das hat dir geholfen und wenn du in den nächsten Schritt reingehen willst mit Bits und Bytes, dann guck dir dieses Video an auf meinem Kanal. Tschüssi!